Guten Tag zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das, was sich in dieser Tasse hier befindet. Es ist Kaffee. Es ist Kaffee, aber kein normaler Kaffee, sondern Kaffee, den ich immer wieder aufgegossen habe mit Kaffee selbst. Das heißt, ich habe in diese Tasse hier, ich zeige euch das mal auf der Kamera hier oben. So, hier müsste man es, glaube ich, sehen. Ich habe in diese Tasse immer wieder Kaffee reingeschüttet. Die ist jetzt auch eine richtig dicke Plörre. Im Prinzip habe ich immer so einen Schluck Kaffee genommen und den stehen lassen. Habe da einfach hier so einen Zettel draufgepackt, oben auf die Tasse, dass da nichts reinkommt. Und dann ist das ja irgendwann verdunstet. Und wenn das dann kurz vor Ende war, dass es austrocknet, habe ich den nächsten Schluck Kaffee eingefüllt und das wieder und wieder und wieder. Und jetzt, ich glaube, vier Monate vielleicht, steht er jetzt hier schon rum. Und immer wieder aufgefüllt, immer wieder nachgegossen. Der war zeitweise schon trocken. Ja, da habe ich den wieder angelöst mit Kaffee. Es riecht wie kalter Kaffee, aber super intensiv. Also nicht mehr lecker. Also er riecht nicht vergammelt, sondern er riecht nach kaltem Kaffee. Aber halt so intensiv, dass es nicht mehr lecker ist. Das ist schon ganz schön krass. Warum mache ich das? Habe ich Langeweile? Nein, ich erhoffe mir dadurch, dass ich einen vernünftigen Ton kriege zum Arbeiten. Wer es noch nicht weiß, dass man mit Kaffee mahlen kann, man kann mit Kaffee mahlen. Also man kann Kaffee auch mahlen, bevor man sich Kaffee kocht. Das ist eigentlich ein gutes Wortspiel. Man kann mit Kaffee mahlen, man kann ihn aber auch mahlen. Auf jeden Fall habe ich damit natürlich noch was vor. Und zwar werde ich damit morgen etwas erzeugen. Ich hoffe, dass ich es morgen schaffe. Was ganz gut zum Thema passt. So, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr denn möchtet, was ihr vermutet, was es sein könnte. Ich werde dieses Bild dann ausschließlich mit Kaffee malen. Vielleicht noch eine Farbe mit reinbringen oder so. Mal gucken, ob das jetzt vonnöten ist oder nicht. Aber im Grunde können wir alles mit diesem Kaffee da kolorieren. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil das habe ich bisher noch nicht gemacht. Also nicht in der Intensität. Normaler Kaffee ist ja recht dünn und der hat halt, wenn ihr euch das vorstellt, so wenig Pigmente auf viel Wasser verteilt. So, und jetzt ist es halt genau umgekehrt, weil das Wasser, was die Pigmente im Einzelnen getragen hat, ist komplett verdunstet und es ist immer wieder nachgefüllt worden mit Kaffee. Das heißt, das ist jetzt richtig dick und schmantig. Also da sind richtig Pigmente drin und die sollten auf jeden Fall schon einen kleinen Unterschied im Vergleich zum normalen Kaffee ausmachen. So viel dazu, jetzt wisst ihr auch das Geheimnis dahinter. Ja, die sieht ein bisschen süffig aus, die Tasse, aber steht ja halt nur da rum, ne? So. Da schütte ich immer wieder was rein, dann plätschert das und dann bleibt er wieder stehen. Ich würde mal sagen, das mache ich hier mal aus. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder, denn da gibt es dann dieses Special mit diesem Zeug hier. Und euch wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Es ist Kaffee, aber kein besonderer Kaffee. Genau, kein besonderer. Das gibt es nicht, ey.